Herzlich willkommen wieder zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Jetzt kommt das Duell zwischen Chain und Kamula, das Feld der Schreie. Kamula hat Dr. Crowder und Zane geschlagen. Jetzt ist Chain an der Reihe und wird hoffentlich Kamula zerstören. Ich mache das zweite Spielen. So, was haben wir denn so feines? Bursty, Wildheart, das ist okay. Oh, Vampirkönigreich. Ah, das wird jetzt ein bisschen Belastung. Okay, ich ziehe den guten Fusionsweiser. Ich könnte mir Flammflügelmann holen. Ich glaube, es wäre eine gute Idee. Okay, Avian. Komm mal her. Ich spiele den Fusionsweiser, hole mir die Poly Moly Holy. Aktiviere Poly Moly Holy. Und richte mir den guten alten Flammflügelmann. In Angriffsposition. Noch eine elegante Wohltäterin hinterher. Ich schmeiß Bursty weg. Wiedergeburt will ich ja auch nicht wegschmeißen. Fusionstor auch nicht. Komm, ich mach Avian weg. So, Normalbeschwörung, den guten alten Wildheart. Aber Wildheart hat noch keine Fusion mit Avian, okay. Ich greife mit Flammflügelmann das verdeckte Monster an. Wenn der Monster im Kampf zerstört, kriegt sie auch noch Lebenspunkte Schaden, Höhe der Angriffspunkte des zerstörten Monsters. Sie will jetzt den Vampirlord holen. Was eigentlich klar war, dass das passiert. Nein? Das wird jetzt ein bisschen Belastung. Au. Au. Ich darf halt nicht vergessen. Verstärkung für die Armee. Weißt du was? Ich hole mir Stratos. Ich normal beschwöre ihn. Ich möchte einen Helm auf die Hand holen. Und zwar den guten alten Plate Edge. Fusionstor geht ja auch, wenn das Monster auf der Hand ist, oder? Ja. Ich spiele Wiedergeburt. Hole mir Wildheart. Im Angriffsmodus. Aktiviere Fusionstor. Nutze den Effekt. Hole mir Wild Edge. Wild Edge kann jedes Monster von ihr angreifen. Und das sollte ich ausnutzen. Weil gegen Wild Edge kann Kamula nichts machen. Aktuell.
Apiagenesis. Und 1800. Du bist dran, Kamula. Die wird jetzt hoffentlich keinen Vampirlord ziehen. Natürlich hast du einen. Natürlich hast du einen. Jetzt kommt Vampirgenesis. Jetzt habe ich ein Problem. Au. Fuck. Okay, das ist sehr gut. Ich setze eine Karte verdeckt, du bist dran. Oh mein Gott, er trägt eine Spiegelkraft. Das ist sehr, sehr gut. Auf der Gejagten. Ja, komm. Ha! Das war ein Fehler. Ich spiele erdreckende Spiegelkraft. Okay, komm. Zieh ein Monster Chain. Natürlich. Ne Poli Moli Holi. Willst du mich komplett verarschen? Jaden, du musst ein Monster ziehen. Aber doch nicht schwarzes Loch. Ich muss es aktivieren. Er hätte ich schwarzes Loch nicht aktiv. Wird. Wäre ich gestorben. Wow! Aber Moment, ich kann ja. Clemen holen. Ist im Moment, wenn man Sparkman braucht und ja, ist die Karte diese epische Fusion Karte. Ah! Ich hab MST. Bringt mir gerade sehr, sehr viel. Kappa. Wirklich. On point. Ja, genau. Ja, genau. Das ist Betrug. Absoluter Betrug. Absoluter Beschiss. Hacker. Ja, geil. Jetzt krieg ich Sparkman. Mhm. Vampirkönigreich. Monster verdeckt. Das wird wieder dieser Vampirzauberer-Dulli sein. Hm.
Ah, genau, auf Wunderfusion, genau, so heißt die Karte. Ist das euer Ernst? Ich könnte mir Tempest holen, aber ich glaube, Flammflügelmann ist da, glaube ich, wichtiger. Stratos. Ich nutze den zweiten Effekt und hole mir einen hellen. Und zwar den guten alten Clayman. Okay. Okay, Vampir Lady. Down. 1500 und 1800 direkt. Komm schon. Okay, sie hat nichts gezogen. Ja, ich leg die hier. Hol mir Sparkman. Ah, nein. Das war dumm. Fuck. Gewastet. Absolut gewastet. Wir spielen ja in diesem dreckigen Link-Format. Das ist doof. Das Link-Format ist scheiße. Ich wollte eigentlich Mudball-Man holen. Okay, die kann eh nichts mehr machen. Okay, stirb. Einfach aus Disrespect. 800. Das hätte so cool sein können. Ablenkungsduell. Oh nein, jetzt muss ich auch noch gegen amazonische Monster bestehen, oder was? Oh, Junge. Das wird ein sehr, sehr übles Duell. Okay. Stratos, schwerer Sturm, Wiedergeburt. Das ist mein Fusionsdeck. Wild Edge. Joa. Mein Fusionsdeck ist nicht anders. Elemental Stratos. Ich glaube, Chain hat damit mit Clayman das Duell gewonnen. Ich hole mir Clayman. Gönne mir eine Poli Moli Holi. Spiele Poli Moli Holi. Und hole mir den guten alten Mudball Man im Verteidigungsmodus. Du bist dran, Tanja. So, amazonische Monster können sehr, sehr übel werden. Okay,
Okay, eine Karte verdeckt. Noch eine Karte verdeckt. Okay, ich hole mir Wildheart. Okay, und 1800 direkt. Ich bin gespannt, was diese Karte da bewirkt. Okay, sie hat Wildheart zerstört. Gefällt mir nicht. Aber ich kann Wildheart ja wiederholen. Mirror. Ich glaube, ich bleibe mit Mudball Man im Verteidigungsmodus. Greife einfach mit Stratos weiter an. Ich beende meinen Zug. Okay, holen wir uns einen neuen Helden. Und zwar den guten alten... Ja, komm, Sparkman. Der Funkenmann. Komm her, Funkenmann. Okay, 2600. Hat sie noch. Am Anfang so, das Duell ist übel. Und dann rasiere ich sie. Aber Jane müsste eigentlich eine Wunderfusion im Deck haben. Ich zerstöre mal diese verdeckte Karte. Ich will wissen, was das ist. Dramatische Rettung. Ja, okay, ich würde sagen, gewonnen. Mudballman. Angriff, Mudballman. Also 600. Einfach, weil es so schön ist. Avian. Boom. So, das war's mit diesem Part von Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Im nächsten Part geht's dann weiter mit Alexis gegen Titan. Bis dann und ciao, ciao, ihr Verrückten. Und bis zum nächsten.